liebe Freunde, Gäste, YouTuber, Neugierige, die das erste Mal unseren Kanal ansehen. Heute ist Sonntag, der 4. April. Mein Name ist Roland Christ, Chef und Eigentümer, Seniorchef des Hotels Maritim Playa auf Gran Canaria. Und meine Aufgabe ist, ein ganz klein bisschen Licht in das ganze Dunkel zu bringen, zu helfen und euch die notwendige Information zu geben, damit ihr eure Koffer packt und nach Gran Canaria in Urlaub fahrt. Die News von dieser Woche. Und da fangen wir mal erstmal an mit den Einreiseformalitäten. Das ist das Einfachste. Was brauche ich, um nach Gran Canaria zu fliegen und hier bei uns euren Urlaub zu verbringen? Ganz einfach. Einen nicht älter als 48 Stunden alten PCR-Test. Diese Tests können fast an allen Flughäfen in Deutschland gemacht werden. Mit diesem PCR-Test reisen Sie ein. Des Weiteren brauchen Sie einen QR-Code, den man auf dem Handy oder dem Computer ausfüllt. Dieser QR-Code wird am Flughafen gescannt. Den PCR-Test selber müssen wir als Hotel von Ihnen entgegennehmen. Und jetzt kommen wir zu dem leidigen Thema der Rückreise. Irgendwann ist der Urlaub zu Ende, es geht nach Deutschland. Und das ist schon eine harte Nummer manchmal. Die ganze Woche über habe ich mich beschäftigt mit Anfragen, Briefen und E-Mails von Gästen, die mir sehr, sehr viel geholfen haben. Die erste Nachricht kam von Gerd aus Stade. Ich habe es wirklich nicht glauben mögen. Er sagt, um die Quarantäne in Deutschland zu verkürzen, nach der Ausreise von Gran Canaria mit einem Antigen-Schnelltest, ist für alle Deutschlandurlauber die Voraussetzung, ein Antigen-Schnelltest. Sie brauchen keinen PCR-Test, um zurückzureisen. Aber der Antigen-Schnelltest muss hier auf der Insel gemacht werden. Ohne den können Sie nicht in den Flieger einsteigen. Und Gerd sagt, in Stade braucht man, um die Quarantäne abzukürzen, nach 5 Tagen einen PCR-Test. Jetzt beginnt der Schildbürgerstreich. Ich habe das RKI angerufen. Ich habe das RKI durchgelesen. Dort steht ganz eindeutig und auch die Auskunft war, der zweite Test reicht auch deutschlandweit ein Antigen-Schnelltest. Aber wir gehen einen Schritt weiter. Gesundheitsamt Stade, eine ganz nette Dame am Telefon und sie gab mir die Auskunft, vielen Dank für Ihre Bemühungen. Leider kann ich Ihnen dazu keine Auskunft geben, denn das Gesundheitsamt weiß es nicht. Bitte rufen Sie das Bürgertelefon an. Vorwahl von Stade, 1, 2, 3, 4, 5, 6, das Bürgertelefon. Am nächsten Tag hatte ich das Bürgertelefon am Hörer. Sehr nette Dame und sie bestätigte Gerds Vermutung. Der Landkreis Stade verlangt, um die Quarantäne abzukürzen nach 5 Tagen, einen PCR-Test. Aber in der Umgebung von Stade gibt es aktuell keine Testmöglichkeiten, Kapazitäten für einen PCR-Test. Sie müssen sich nach Hamburg begeben. Meine Frage, wie komme ich während der Quarantäne nach Hamburg? Mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Das heißt also, vorausgesetzt ich bin gesund, wunderbar, aber nehmen wir mal an, ich bin positiv. Dann verlangt man als positiv Infizierter, dass ich mich nach Hamburg begebe, dort einen PCR-Test mache, um meine Quarantäne dann noch verlängern zu müssen. Versteht kein Mensch. Deshalb, es tut mir wirklich sehr leid. Bei der Rückreise, eines ist klar, NRW hat keine Quarantäne. Das steht wie die Eins. Aber alle anderen Regionen, Bundesländer, oftmals Landkreise, haben ihre eigenen Regeln. Eines ist sicher, mit dem Antigen-Schnelltest kommt ihr nach Hause. Um die Quarantäne abzukürzen, dort herrscht bei jedem Landesfürsten eigene Regeln. Bitte erkundigt euch, da bei eurem Gesundheitsamt oder bei eurem Bürgertelefon, was braucht ihr nach 5 Tagen? Einen Antigen-Schnelltest oder einen PCR-Test? Für die Schweizer hatte ich schon gesagt, wie es geht. Einreise nach Gran Canaria, PCR-Test
Voraussetzung. Ausreise. Seit letzter Woche können die Schweizer mit einem Antigen-Schnelltest, der nicht älter wie 24 Stunden ist, in die Schweiz einreisen. Dort muss innerhalb von 24 Stunden ein zweiter Antigen-Schnelltest gemacht werden. Schweizer haben dann anschließend keine Quarantäne mehr. Denn Gran Canaria, die Kanarischen Inseln, zählen nicht zum Risikogebiet der Schweiz. Die haben es einfacher. Holländische Gäste und französische Gäste ist die Voraussetzung zur Ausreise, zur Rückreise in ihre Heimat ein PCR-Test, der nicht älter wie 48 Stunden sein darf. Auch das haben wir alles hinbekommen. Wir haben jetzt hier in Playa de Ingles unser Arztcenter, was uns behilflich ist, Antigen-Schnelltests zu machen, 30 Euro. Wir helfen, die Einreisepapiere auszufüllen, die meistens digital sind, aber von uns auch immer als Papierform ausgedruckt werden. Und wir kümmern uns darum, dass der Zeitrahmen immer erfüllt wird. Rückreise für unsere österreichischen Gäste. Hier schrieb Familie Kiel. Danke für euren Brief. Für die Österreicher bei der Rückreise einen Antigen-Schnelltest hier vor Ort, der nicht älter als 48 Stunden sein darf. Nach der Rückreise 5 Tage Quarantäne, dann ein PCR oder Antigen-Schnelltest in Österreich und ihr seid von der Quarantäne befreit. Könnt also wieder Sachertorte genießen. Was immer die Frage der Gäste ist, wie sind bei euch die Inzidenzzahlen auf Gran Canaria? Ich werde sie euch vorlesen. Mit heutigem Datum, der 4. April, die 7-Tage-Inzidenz auf allen Kanarischen Inseln zusammen 55,75. Wir haben fast 10 Punkte nach unten gearbeitet. Gran Canaria 68,85. Teneriffa 52,01, Fuerteventura 61,8, Lanzarote 29,57, El Hierro, unsere kleinste Insel 0, La Palma 21,57, Gomera 13,84, San Bartolomé de Tirajana oder unsere Gemeinde Playa de Ingles 13,11. Es sieht doch ganz gut aus. Und die Hoffnung ist, dass wir spätestens 2 Wochen nach Ostern die 50er-Marke wieder unterschreiten. Das ist unser Ziel. Ein weiterer Punkt, der mir ganz wichtig auf dem Herzen liegt, immer wieder die Frage, wie komme ich nach Gran Canaria? Es gibt keine Flüge. Gestern am Samstag, lese euch mal vor, welche Flugverbindungen von Deutschland nach Gran Canaria stattgefunden haben. Eurowings aus Düsseldorf, TUIfly aus München, Condor aus Hamburg, Lufthansa aus Frankfurt, die Condor aus Frankfurt, Edelweiss aus Zürich, TUIfly mit 2 Maschinen aus Düsseldorf, Lufthansa aus München, TUIfly aus Hannover, Sundair hat wieder den Flugbetrieb aufgenommen und kam aus Berlin. EasyJet kam aus Berlin und TUIfly kam aus Stuttgart. All diese Flüge an einem einzigen Tag von Deutschland, einige mit Zwischenlandungen auf einer anderen Insel, aber das Endziel war immer Gran Canaria. Man kann also bestens einen Flug finden auf unsere Insel. Und wenn ihr Fragen habt, ruft uns kurz an, schreibt uns eine E-Mail. Wir geben euch Tipps, welche Flugverbindungen existieren. Eine Frage auch der letzten Woche. Wie begeht das bei euch mit den Privatbuchungen, wenn wir als Gäste direkt bei euch im Hotel buchen? Bei Privatanreisen oder Privatbuchungen im Sommer nehmen wir keinerlei Vorauszahlung. Wir haben keinerlei Stornokosten. Ihr seid immer auf der sicheren Seite. Wir holen euch am Flughafen ab, wir bringen euch zum Flughafen wieder zurück. Alles ist im Preis inklusive. Aktuell für den Monat April und Mai ist die Etage 7 und 8 fast komplett ausgebucht. Es bestehen nur noch wenige Lücken. September, Oktober verhält es sich genauso.
Deshalb für diese zwei Etagen der neu renovierten Apartments stehen zu diesem Zeitpunkt keinerlei Angebote mehr in großem Umfang zur Verfügung. Alle anderen Etagen, 2 bis 6, wunderbare Apartments in tollem Zustand, haben noch tolle Angebote zur Verfügung für die ganze Sommersaison. Also, überlegt nicht lange, sondern denkt an den Urlaub im Sommer auf Gran Canaria. Und freuen würde es uns, wenn ihr bei uns im Hotel Maritim Playa einchecken würdet. Abonniert unseren Newsletter unter unserer E-Mail-Adresse www.maritimplaya.com und ihr seid jeden Monat um den 20. bestens informiert. Maritim Playa, was gibt es Neues? Maritim Playa, welche Angebote stehen aktuell zur Verfügung? Weiter geht's mit den Veranstaltungen dieser Woche. Unser Programm ist vollgepackt. Montagabend ab 20 Uhr, Bingo bei uns im Hotel Maritim Playa. Ich bin die Glücksfee. Bei mir wird gezockt. Und wir haben viel Spaß und immer ein paar lustige Geschichten. Mittwochabend, Tag der deutschen Küche. Ja, nach der Osterfastenzeit, dann lassen es mir mal richtig krachen. Es gibt leicht gepökeltes Eisbein auf Sauerkraut und Püree. Auch an die Fischfreunde ist gedacht. Ein Backfisch, ein Husumer Backfisch auf einem Nordsee-Kartoffelsalat. Das am Mittwoch. Bitte Voranmeldung für die Essen. Unter der Telefonnummer 0034 928 76 23 65. Wir kommen zum Freitag. Maritim Playa rockt. Rock and eat, eat and rock. Ab 18 Uhr bei uns. Rockmusik mit tollem Essen. Sei es Burger, sei es Speerribs, sei es Fajitas, sei es Enchiladas. Alles, was die mexikanische und die Rockküche hergibt. Freitagabend ab 18 Uhr. Ihr macht das Rockprogramm, ich lege die Songs auf. Und Samstag. Samstag für diejenigen, die spanische Küche möchten. Unsere spanische Küchencrew hat für euch am Samstag gekocht. Geschmortes Kaninchen auf kanarische Art. Oder für die Fischfreunde Oktopus frittiert. Auch das eine Leckerei. Dass niemand sagt, wir kochen nur Deutsch. Auch unsere einheimische Küche kommt bei uns zum Zuge. Jeden Samstag spanische Gerichte. Ein weiterer Punkt unserer News ist eine Entschuldigung für letzte Woche. Da gab es bei uns technische Probleme. Ihr habt es gemerkt, plötzlich war die Tonspur übereinander gelegt. Es hat alles nicht so richtig zusammengepasst, wie es sein sollte. Wir sind noch am Üben. Wir sind noch keine Profis. Und ich verspreche allen Gästen, in dem Moment, wenn wir unseren ersten Hollywood-Blockbuster drehen, dann stimmen auch alle technischen Daten. Weiter, die Nachricht dieser Woche, die uns viele graue Haare hat kommen lassen, die uns Gäste stornieren hat lassen, die Nachricht ganz einfach, unverständlich, am Strand, am Pool, beim Liegen, beim Schwimmen müssen Masken getragen werden. Der größte Unsinn, und gerade hier sieht man soziale Medien, was die alles anrichten können. Ich habe es versucht danach zu erklären auf YouTube, auf Facebook, aber die Nachricht ging nun mal eben um den Globus. Hier nochmals ganz genau für alle, dass ihr mit ihr beruhigt seid. Maskenpflicht herrscht in Spanien. Jawohl. Was sind die Ausnahmen? Wenn ihr am Strand euch befindet, auf einer Liege liegt, auf eurem Handtuch liegt, den Weg von eurem Handtuch zum Meer, zum Schwimmen und zurück, braucht keine Maske getragen zu werden. Genauso verhält es sich mit den Pools. Wenn ihr an eurem Hotelpool liegt, braucht ihr keine Maske, wenn ihr auf eurem Liegestuhl liegt oder sitzt, euch nicht bewegt und den Weg zum Schwimmbecken, zum Schwimmen, auch da ist die Maske befreit. Weiter verhält es sich so beim Fahrradfahren. Fahrradfahren nach wie vor ohne Maske. Joggen, Sport an der freien Luft, auch da braucht keine Maske getragen zu werden. Und viele, die in die Berge wandern gehen und gerne alleine wandern,
auch da wird diese Maskenpflicht sehr, sehr locker ausgelegt. Ansonsten ist die Maske zu tragen. Das heißt auch, wenn die am Pool liegt, vom Pool auf euer Apartment euch begebt, muss in diesem Moment, wenn ihr euch von der Liege wegbewegt, die Maske aufgesetzt werden. In Restaurants beim Frühstücken oder beim Abendessen, am Strand unten beim Kaffee trinken, in dem Moment, wenn ihr sitzt, euch nicht von eurem Platz bewegt, seid ihr von der Maskenpflicht entbunden. Glaube und hoffe, deutlicher kann man es nicht mehr sagen. Und alle, die jetzt in Deutschland deswegen schreien, es wurde geschrien, als bei uns die Sperrstunde eingeführt wurde. Seit gestern hat Hamburg Ausgangssperre. Und das wird sich auch weiter durch die Republik hindurchziehen. Uns geht's trotzdem immer noch sehr gut. Wir haben seit Juni alle Restaurationen geöffnet. Wir haben oftmals die Innenbereiche gesperrt. Aber so drastisch, wie es zu Hause momentan abgeht, Restaurant auf, Restaurant zu, Außenbereiche auf, Außenbereiche zu. So drastisch haben es wir noch nie gehabt. Es war immer eine etwas klarere Linie bei uns vorhanden. Wir kommen ganz gut durch die Pandemie momentan durch, denn auch die letzten Tage, wie ihr in den Zahlen gesehen habt am Anfang, sind unsere Zahlen wenigstens stabil oder gehen sogar leicht zurück. Und das während der Osterwoche, wo doch viele Einheimische verreisen innerhalb der Insel. Denn auf die andere Insel dürfen sie nicht. Es darf keiner, der in Gran Canaria wohnt, nach Teneriffa über die Ostertage in Urlaub fahren. Wir als Touristen dürfen es. Die Einheimischen haben strikte Bewegungsfreiheit nur auf ihrer eigenen Insel. Sie können keine Inselhopping oder Inseln wechseln. Ja, und nach all den Nachrichten, Mengen, Daten, jetzt mal was Lustiges. Ich nehme euch mit zum Einkaufen. Hier vom Hotel Maritim Playa geht es nach Telde in den Großmarkt Makro oder zur deutschen Metro. Und ihr seid bei mir dabei. Ja, hallo, heute ist Montag, kurz vor Ostern und auch wir als Hoteliers, wir brauchen Nachschub. Wir müssen einkaufen fahren. Und wir nehmen euch jetzt mal mit nach Telde zur Makro oder deutschen Metro. Das ist unser großer Markt, wo wir viele Sachen bekommen, die hier in Playa de Ingles nicht zu erhalten sind. Auf, dann kommt mit mir ins Auto und zum Einkaufen. Aber die Tüten müsst ihr selber tragen. Ja, das ist unser Großmarkt auf Gran Canaria, Makro, zu Deutsch die Metro, aus derselben Geschäftsgruppe. Und hier geht es einmal die Woche her, empfehle viele Spezialitäten und Spezialsachen, die wir im Süden nicht bekommen, einzukaufen. Unsere Liste. Ja, das sind unsere Suppentarinen für unsere Suppenküche. Menschen helfen Menschen. Wir brauchen pro Woche so 300 bis 400 davon, dass die Jungs, die kein Dach über dem Kopf haben, wenigstens was zum Essen bekommen.
So, alle, die dir jetzt helfen wollen, heute Abend bitte 18 Uhr Zwiebelschälen bei uns in der Küche. Kanarische Bananen, unser Gold der Insel. Nachdem uns die Sicherheitsbeamten im Großmarkt aufmerksam gemacht hat, in einer ganz höflichen Art und Weise, wir dürften da drin nicht weiter filmen. Aber der Einkauf ist erledigt. Wir haben alles für eine Woche hier bereit. Wunderschöne Sachen. Und für alle, die morgen mal zum Frühstück kommen, schaut euch dieses an. Kanarische Erdbeeren. Ganz frisch. Aktuell beginnt die Erdbeersaison bei uns auf der Insel. Und unsere Gäste morgen zum Frühstück bekommen frische Erdbeeren. So, der Einkauf ist erledigt. Es geht wieder nach Hause. Ein Vormittag ist dahin. 2 Stunden, das brauchen wir. 1 Stunde hin, 1/2 Stunde einkaufen, 1 Stunde zurück. Aber tolle Sache. Und kommt mal morgens zum Frühstück. Seht euch diesen Brie an. Ein französischer Brie. Morgen früh für unsere Gäste zum Frühstück. Und nach dem Einkaufen? Donnerstags mein freier Tag. Und hier ein Dankeschön an meine Schweizer Freunde. Seht mal, was ihr uns mitgebracht habt. Ein Käsefondue aus Appenzell ist heute unser Nachmittagsessen. Wir genießen es. Die Ruhe mit Schweizer Freunden aus dem Berner Oberland. Kathi und Peter. Und wir schlemmen durch das Käsefondue. Vielen Dank euch. So, also ein ganz großes Dankeschön an unsere Schweizer, die uns ein Käsefondue mitgebracht haben. Ein Appenzeller Käsefondue. Und mit Peter und Kathi aus der Schweiz haben wir heute an unserem freien Tag es genossen. Danke euch Schweizer, keine Schokolade, Käsefondue ist angesagt. Also denkt an uns. Ein weiterer ganz, ganz wichtiger Punkt. Ein wichtiger Punkt für mein Herz und für unsere Belegschaft. Wir haben zum 1. April 2 Mitarbeiter aus der Kurzarbeit geholt, die ich euch jetzt gerne vorstellen möchte. Ja, und heute eine wunderbare Nachricht. Das Schöne heute an diesem Tag, den 4. April. Seit 1. April sind wieder 2 mehr an Bord. David kennen wir schon. David ist einer unserer Köche. Er war 2 Monate jetzt in Kurzarbeit. Und seit 1. April ist er wieder dabei. Hauptsächlich morgens fürs Frühstück. Vorbereitung für die Kollegen, die mittags anfangen. Ja, und dann komme ich zu jemand ganz Besonderem. Es ist mein Wecker im Hotel. Es ist das Sprachrohr der Mädels. Haki. 35 Jahre ist sie bei mir am Arbeiten. 35 Jahre, fast ein ganzes Leben. Und Paki war seit März, sie war mit einer der ersten, die in die Kurzarbeit ging. Dazwischen kam noch eine schwere Operation bei ihr. Und jetzt, seit dem 1. April, ist sie wieder dabei. Sie sorgt mit David für euer Frühstück,
für alle eure Wünsche, dass morgens die Eier gut gebraten sind, dass die Wurst immer frisch aufgeschnitten ist, dass eure Frühstückstabletts schön und geschmackvoll aussehen. Zwei Personen, die wir mehr haben. Ein Jungen, ein Mädels. Und ich freue mich von ganzem Herzen. Zwei weniger in Kurzarbeit, zwei mehr an Bord. Sie haben sich alle verdient. Und auch die anderen, die noch in Kurzarbeit sind, nie den Mut verlieren. Es geht aufwärts und mit jedem Prozenten mehr Belegung im Hotel werden auch mehr meiner Mitarbeiter wieder an Bord sein. Aktuell heute, 4. April, zweimal mehr. Es geht los, es geht voran. Ciao, ciao. Zum Abschluss unserer heutigen Reportage ein paar Bilder von einem besonderen Ereignis zu dieser Jahreszeit. Am Montag letzte Woche hat es geregnet und wir haben die Bilder für euch eingefangen. Gran Canaria mit Regenbogen und dicken Regentropfen. Auch das war mal schön, hat der Insel gut getan. Unsere Natur hat es uns gedankt. Genießt diese schönen Bilder zum Abschluss.